so viel aus. Schön den Köder rausholen. Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur 5. Folge zu Borderlands 2 in VR. Letztes Mal haben wir 2 neue Waffen bekommen. Einmal die neue Shorty und einmal eine neue Combat Rifle. Beide, oder zumindest die Combat Rifle ohne Visier. Sehr gut. Das ist unser Ziel, Waffen zu finden ohne Visier. Denn Borderlands 2 VR hat diese blöde Feature-Angewohnheit mit dem Zielfenster, was mir überhaupt nicht gefällt. Also müssen wir uns anpassen. Wir müssen jetzt einen Kran suchen, weil Claptrap keine Stufen hochlaufen kann. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, denn ich habe auf den ersten Blick keinen Kran gefunden. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. Also, dieses wunderschöne Teil haben wir gefunden. Schön rot, schön fies. Schießt dezent super schön. Dezent super schön, ein neues. Eine neue Wortzusammensetzung in meinem Vokabular. Und das ist die Stufe, die dieser dämliche Claptrap nicht hochkommt. Dementsprechend, wie gesagt, müssen wir einen Kran suchen. Ich sehe hier keinen Kran. Das ist der Kran. Das ging aber schnell. Ist da ein Knopf? Kein Knopf. Ja, lass mal. Moment. Hast du einen Weg gefunden, den anzuschalten? Dann gehen wir mal da hoch. Let's do this. Checking. Finden wir noch hier irgendwas? Yelt? Yelt? Munition? Noch mehr Geld? Steck mal hier irgendwo fest. Nicht mit mir. Du müsstest schon früher aufstehen. Damit mich das aufhält. Ist hier der Knopf? Nö. Irgendeine Toilette. Gleiches Problem wie letztes Mal. Ich treffe nichts mit dieser beknackten Waffe. Sieht toll aus, aber mehr kann die nicht. Okay. Nachladen dauert auch übelst lange. Nachladen dauert übelst lange, Part 2. Oh, ich bin nicht in der Mitte des Songs. Gut, dass ich das spüre, wenn ich die Matte verlasse. Ah, ich sehe schon die Steuerung. Warte noch, bis der Strom aus ist. Schön die Aussicht genießen und dann weiter. Das müsste das Teil sein. Oder? Nix drin? Unverschämtheit. Ja, hier ist scheinbar das Thema der Drache. Viele Drachen-Emblems. Und bitte, bitte eine gute Waffe mit einer guten Genauigkeit. Tja, eine Shorty und eine Combat Rifle mit 91. Okay. Ist die besser als unsere andere? Gleich.
ziemlich gleich. Könnte genau die gleiche sein. Okay. Vom Schaden besser. Oh. Also heute regnet's ja. Waffen. Vielleicht das müsste die sein. Aha. Nice. 91% ist super. Würde ich sagen, kicken wir erstes. In dein Gesicht. Waffen wechseln wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt die Waffe gewechselt wurde. Aber das hilft dir auch nicht weiter. Dann sterben werden sie so oder so. Denn zum Sterben sind sie geboren. Ich warte, bis sie ein bisschen näher laufen. Jetzt. Bam! Also Action ist hier echt vorprogrammiert. Von wo? Hinter mir. Das gefällt mir alles sehr gut. Da verliere ich schon fast das Gleichgewicht. Ich muss nicht oft betonen, aber ich werde es trotzdem tun. In VR ist alles besser. Kann man schon so sagen. Ach du Scheiße. Warten, bis das Schild aufgeladen ist und los. Ernsthaft? Das müssten alle gewesen sein. Nehmen wir nicht? Ja, zum Verkaufen. Oh, wir sind voll. Gut, dann hat sich das erledigt. Und noch eine ist eh unter der Freigabe. Puh. Geld brauchen wir nicht. Das ist eh minimales Geld. Das ist Peanuts. Das brauchen wir alles gar nicht. Aber das brauchen wir. Tracking, beruhig dich. Ah, da unten sieht man schon mal zum Vergleichen, das ist sehr gut. 18 mal 13 ist doch besser. Achso, ja, zeigt es auch an, dass es schlechter ist. Okay. Okay, back to context. Lass dir Zeit. So. Kommen Sie, kommen Sie. Checking. Noch eine Waffe, die wir nicht aufnehmen können. Ist mir jetzt aber auch Wayne. Gute alte Wayne. Mit dem Wayne Train. Und da können wir unsere Waffen endlich verkaufen.
und Munition holen. Shorty. Combat Rifle haben wir voll. Jetzt verkaufen wir den Bums. Wie gesagt, die Shotgun, die Sniper verkaufen wir. Das ist unsere alte. Verkaufen. Verkaufen, eigentlich alles verkaufen. Denn wir haben jetzt unser gutes Equipment. Genauigkeit 24, da ist kein Wunder, dass wir nicht getroffen haben. Ja. Und sagen, das war gut. Oh, wir haben Skillpunkte zu verteilen. Dann schauen wir mal kurz rein. Schon vorhin schon, glaube ich. Und zwar Genauigkeit. Wir hetzen immer über die Genauigkeit. Rückstoß bei allen Waffen? Nee. Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit ist immer gut. Machen wir einmal. Ist kein Problem, wenn man ein bisschen verteilt. Dafür ist es gemacht. Man muss sich nicht auf einen Baum entscheiden, Skilltree entscheiden. Man kann ein bisschen hin und her switchen. Okay, hier geht's runter und danach geht's nicht mehr hoch. Das heißt, jetzt kommt's wahrscheinlich zum einem Bosskampf. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. Los geht's. Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit! Ja, komm raus zum Spielen. Viel zu viel Tamtam. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs. Halt Folterpüppchen. Ihn ein. Gib dir gleich Folterpüppchen. Captain Flint. Burn, Baby, burn. Ja, das wirst du auf jeden Fall. Ich hoffe, ich nehme meinen Mund nicht zu voll. Ah, der ist da oben. Oh, auch noch daneben. Ich muss, glaube ich, warten, bis der runterkommt. Von da oben ist nicht so gut zu treffen. Ja, kauern ruhig in der Ecke. Kleiner Loser. Oh. Decoy holen. Erstmal die kleinen Pimpfe erledigen und dann ein Schild in deinen Kopf. Und dann weg dafür, denn ich habe kein Schild mehr. Und kein Schild ist nicht so gut. Da brennt's richtig gut. Mal Kind. Wow! Deine Frau! Damit sie vergekämpft! Ist abholig! Wieder schnappt die Falle zu! Dein Tod liegt bevor! Ist da drüben! Au, 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 au! Na, die Hälfte haben wir geschafft! Ah, daneben auch noch! Schön ins Gesicht und noch ein Gnadenschuss. Oder noch ein Gnadenschuss. Und dann noch ein Gnadenschuss. Und dann noch ein Gnadenschuss. Und dann noch ein allerletzter Gnadenschuss. Fuck, der hält so viel aus. Schön den Köder rausholen. Zack, in dein Gesicht. Oder Rücken eher. Was hat er uns gegeben? Eine Pistole. Gut zum Feuer machen.
50% mehr Nahkampfschaden, verbraucht 2 Muni pro Schuss und sehr effektiv gegen Fleisch. Fleisch. Das war also der gute alte Flint. Mehr konnte er nicht. Was ist das? Das ist eine Combat Rifle. Eine Spinny Gun. Rein aus Interesse möchte ich die mir kurz anschauen. Die sieht witzig aus. Alter, geil. Das ist doch mein schönes Zielfernrohr. Das gefällt mir sehr. Was sagen die Stats? 22. Die macht zwar mehr Schaden. Wir behalten die einfach mal. Einfach, die gefällt mir. Die ist rot, die sieht witzig aus. Und das Reflexvisier ist... Oh, wunderschön, wie meine Freundin. Ja, ich komme ja schon. Okay, jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Okay. Dann öffne mal das Tor, Baby Boo. Je länger ich dieses Spiel spiele, desto mehr Gefallen entwickle ich. Auch davor schon, aber jetzt umso mehr. Was haben wir? Was ist das? Noch eine Combat Rifle. Feuer so schnell, wie du abdrücken kannst. Eine bessere Shorty. Eine schlechtere Shorty. Aber für seinen Preis optimal. Feuerrate 60. Die gucken wir uns auch nochmal kurz an. Welches war das? Das war die hier. Einzelschuss. Gefällt mir jetzt nicht so. Wir gucken einfach mal, was, ob wir mit dieser Waffe zurechtkommen. Einzelschuss ist zwar gut. Gucken wir mal, ob wir auch mit einer Einzelschusswaffe zurechtkommen. Bereit? Die Dimension der Waffen ist in VR halt einfach umso geiler. Muss ich schon sagen. Da ist es! Mein mächtiges Seefahrzeug! Lass es zum Wasser, mein alter Seebär! Okay. Verlassen wir jetzt endlich diese Eiskapade? Ich hab so langsam die Nase voll. Ich möchte ein bisschen in wärmere Gebiete. Gut, indem du Claptrap Flint aus Captain Flint ausgeschalten hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um das Faktor 10 gestiegen. Nun steht eine eisige, 15-stündige Bootsfahrt mit Claptrap nichts mehr im Wege. Gratulation. Let's do this. Oh, hi, Captain. Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? Ich bezweifle es. Bloß nicht runterfallen. Und dann ab ins nächste Level. Three Horns Divided. 15 Stunden sind vergangen. Und es ist immer noch kalt und eisig. Man kennt. Okay. Time left.
weil du redest und ich aus Höflichkeit. Mein Gott. Ich hab mir schon gedacht, hörst du jemals auf zu reden? Oh nein. Oh fuck. Nein. Oh Gott. Hallo. Gott. Erschrocken. Da ist dieses Auto da oben. Ich weiß nicht, wie VR, Autofahren in VR, sich manifestieren wird. Und dann noch erschreckt zu werden. Gut, dass ich ein Pulsmesser angelegt habe. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catch a Ride. Was ist das? Iridium. Damit kann man Upgrades auf dem Schwarzmarkt kaufen. Okay. Du hast ein Stück Iridium gefunden. Iridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe auf Pandora, seit die Kammer geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um dir auf dem Schwarzmarkt Charakter-Upgrades zu kaufen. Der Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt, den gab es früher nicht im ersten Teil, aber Sanctuary gab es im ersten Teil. Mal gespannt. Aber ich komme gleich wieder. Zurück zur Party. Frisch gestärkt. Es gab was von Magus. Ich musste jetzt was essen. Okay. Bereit? 3, 2, 1, los. Besiegen. Na, ich weiß nicht, ob mir die Waffe als Visier ist, wie gesagt, richtig geil. Ich muss gleich die Lautstärke noch ein bisschen verringern. Aber erstmal machen mit diesem Mob. Oh, der arme. Der Bulimog. Einfach null Chance. Genauso wie der Youngling nicht. Mink weiter. So. Passt. Checking. Okay, los geht's. Also, die Waffe im Stresstest nicht so optimal, wie ich mir jetzt vorgestellt habe. Dementsprechend werden wir jetzt wieder die Einzelschusswaffe nehmen. Ja. Gucken, okay, Fähigkeit funktioniert. Let's do this! Oh, es ist, tut so gut. Tut so gut, um im vollen Magen weiterzuspielen. Magus ist jetzt nicht, zwar nicht meine Leibspeise. Mein Darm regt sich immer danach ein bisschen auf. Wieso isst du sowas Ungesundes? Aber come on, als würde ich sonst auf meine Ernährung achten. Hauptsache essen. Ich hack 3 Stück. Okay. Weil die hat schon Wumms. Bisschen schwach ist die Waffe, habe ich so das Gefühl. Oder es liegt einfach nur daran, weil es halt einfach kein kleiner, normaler Pinf ist. Was macht auf jeden Fall Bock. Einzelschuss macht schon Bock, muss ich schon sagen. Nachladen könnte besser sein. Aber wir sind ja auch, wie gesagt, am Anfang des Spieles. Da sollte man nicht so viel meckern. Denn wir haben ja für den Nahkampf unsere Shorty. Oh. Ist das eine Sniper? Feuerschuss? Feuerstoß während des Zooms. 81. Ja, aber das ist auch eine Waffe. Na, mit Reflexvisier wäre die halt nicer. Aber wir nehmen die auf jeden Fall zum Verkaufen. Ja, wie ihr vorhin gehört habt, ich bin nicht so amused, was den Fahrzeugen angeht. Ich habe so meine Bedenken. Auf dem Monitor war das schon nice. Aber wie sich das in VR
Aussieht, ist halt eine andere Frage. Ich meine, Fahrzeuge in VR, wenn man nicht wirklich drin sitzt, ist halt immer so eine Sache. Dieser Automat wird digital ein Fahrzeug für dich generieren. Probier's aus. Okay. Ja, gleich, aber erst verkaufen wir unseren Shit. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Verkaufen, 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 verkaufen. Boah, 3000 haben wir schon. Ist doch schon nice. Was ist das? Ja, Granatenmutz. Nutzen wir jetzt ja nicht wirklich. Ja, toll, hätte ich Geld sparen können. Aber was soll der Geiz? Das sind Rich Kids. Rich Kid? Der sieht böse aus. Zwei böse Mobs. Okay. Boah, die haben richtig viel Energie. Toll, und jetzt muss er nachladen. Ist das dein Ernte? Scheiße, mein Schild, mein Schild. Ist es vielleicht schon zu früh dahin zu gehen? Egal, ich will die down haben. Was? Die haben wieder volle Energie? Ist es... Scheiße. Okay, das wird jetzt hart. Okay. Ja, mit der Waffe macht das mehr Sinn, Spaß zu haben. Wow, 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 wow. Ich brauche Energie, ich brauche Energie. Was ich gemeint habe, hat funktioniert. Wir haben noch ein paar vor uns. Und noch einer. Mal schön in Deckung gehen. Warten auf ein Schild. Fuck! Ist er down? Komm, 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 komm! Zack! Yes. Lief doch wie geschmiert. Ich will hoffen, da ist was Gutes dabei. Oh, eine Waffenkiste. Ich dachte gerade so ein Klöpchop. Aber ich glaube, der ist nicht sonderlich gut gesinnt. Mir gegenüber. Gut, dass ein Schnee eingegraben ist. Fische, Fische. Tote Fischis. Time left. Hier hinten ist auch was. Und einmal schweben wir durch die Luft. Aber es ist nur kurzzeitiger Bug gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm schon. Gute Waffen. Gib mir gute Waffen. Oh mein Gott, ey. Guckt euch dieses Prachtstück an. Eine Sniper. Und noch eine Sniper. Problem ist wieder mit Zielfernrohr. Gucken wir mal, was wir so haben. Die gefällt mir am meisten.
probieren mal kurz aus. Es wäre so schön. Einfach nur ein Reflexvisier. Boah. Es war schön. Aber nicht brauchbar. Irgendwann mal kommt schon was Gutes. Vollständiger halber gucken wir uns nochmal die Waffe an. Ja, gleiches Spiel. Ja, mit einer Rail-Feature. Okay. Immerhin gibt's Geld. Also dann gucken wir uns mal, wie die Fahrzeugthematik in VR so aussieht. Verkaufen wir gleich den Shit. Spannender Platz. Gutes Geld. Und Nachschub holen. Sehr schön. Mal hier nochmal reinschauen, ob das da irgendwas gibt. Ein besseres Schild. Für 500. 178. Ich glaube, den Bums holen wir uns. Damit schüttelst du Kugel, bist du Organspender. Mir. Apropos Schwarzmarkt, wir haben jetzt hier einen Credit mehr, aber ich glaube, zum Schwarzmarkt kommen wir erst später. Oh, wir haben Badass Token, die wir einlösen können. Das machen wir natürlich. Und zwar Schusswaffentreffersicherheit ist sehr gut. Maximale Gesundheit machen wir mal. Schildladegeschwindigkeit. Schildladegeschwindigkeit. Den Schaden. Feuerrate. Machen wir lieber die Treffersicherheit. Nachladegeschwindigkeit einmal. Und zu guter Letzt nehmen wir noch die Schildkapazität. Und Skillpunkte haben wir keine. Gut. Fahrzeugspawn. Nicht autorisierter User auf meinem Kühlergrill. Was? Bruder. Beruhig dich mal, Bruder. Verflucht. Sorry. Verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Caterite-Automaten. Ja, der Scooter. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Caterite anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Okay, das hört sich gut an. Gut, dass wir diesen Bereich schon gesäubert haben. Ich wusste, man musste dahin. Und haben wir das Gott sei Dank auch schon erledigt. Da. Also ist doch dieser Bot was zunutze. Missionsgegenstand. Die Straße nach Sanctuary. Der Hyperion-Netzwerkadapter mit dem Angel sich in jedes Nicht-Hyperion-Gerät hacken kann, in das er gesteckt wird. Schließ den Adapter an das Caterite an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Okay. Dieses Riesenskelett gefällt mir sehr. Ich hoffe nur sehr, dass mir solche Geschöpfen niemals zu Gesicht bekommen in lebendig. Hier. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Tu mal, Madame. Verriegelung widerrufen. Können wir? Warte kurz, ich hacke das Caterite. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento-Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach.
Cool. Okay. Fordere noch ein Fahrzeug an. Fahrzeug. Fahrzeugtypen. MG oder Maschinengewehr? MG fand ich immer cool. Oh, und die Farben. Gibt's was in Rot? Irgendwie sehen die alle gleich aus. Nehmen wir Schwarz. Wo ist der Schwarze? Und los. Aha. Ich muss schon sagen, ist schon was anderes. Endlich mal irgendwie vor diesem Gerät zu stehen. Am Monitor hat man nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Borderlands 2 VR bietet keine Koop-Funktion, wie es sonst gewohnt ist von Borderlands. Was traurig ist, wird auch nicht nachgereicht, laut meinem Kenntnisstand. Dann konnte man früher, einer konnte fahren und einer konnte dann schießen. Kann zum Beispiel jetzt, glaube ich, auch. Ne, Fahrersitz. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Hoho! Okay. Verwende deine Mover zum Fahren und Lenken. Steuern, Boosten und Power Sliden. Okay. Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen. Muss ich sagen, das ist echt nice. Dass man das geschützt mit dem Blicken steuern kann. Wow. Rein aus Interesse würde ich kurz den Raketenwerfer noch ausprobieren. Nehmen hier dann den normale und den Raketenwerfer. Ja, okay. Fahren ist sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ups. Oh je, steuern mit dem Steuerkreuz steuern. Oh. Ja, da wird man auch kurz mal schön die Brille schwarz. Denn dieses Fahrverhalten ist, ich würde jetzt mal nicht sagen No-Go, aber es ist einfach anders, als man es denken könnte. Ich würde jetzt sagen, man lenkt vielleicht mit dem Controller, aber dem ist leider nicht so. Oh, mit dem Fahrzeug werden wir keine guten Freunde. Ich sehe schon kommen. Das wird mir Ärger bereiten. Wir werden beim nächsten Mal sehen, ob ich damit zurechtkomme oder ob ich irgendwie eine Möglichkeit finde, auf das Fahrzeug zu verzichten. Oder ich gewöhne mich dran. Wir werden sehen. Abzuatmen. Was soll ich sagen? Ich habe Gefallen an diesem Spiel gefunden, aber die Fahrzeuge sind halt wirklich ein No-Go. Die Steuerung ist scheiße. Die Visualisierung ist top. Aber die Steuerung, was bringt mir denn eine abgefuckte Steuerung, wenn es so schön aussieht? Ich bin mal gespannt, ob ich damit zurechtkommen werde in den nächsten Folgen oder ob ich einfach nur den Fußweg nehme. Und ein Sniper ohne Zielfernrohr mit Reflexvisier wäre halt auch optimal. Aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Enderal Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.